Hallo aus Berlin und gut, dass Sie da sind. Was soll man sagen? Es ist schon wieder passiert. Ja, wieder ist einer verschwunden und es bleibt die Frage, wie geschlossen ist der geschlossene Vollzug? Der Tag heute lässt einen da tatsächlich zweifeln, mal wieder. Und das ist eins unserer Themen. Normalerweise haben Ausbrüche aus dem geschlossenen Vollzug ja eher Seltenheitswert. Da gibt es mal 7 und auch mal 8 Fälle pro Jahr, bundesweit wohlgemerkt. Aber Berlin hat da die Statistik in den letzten Wochen gewaltig nach oben schießen lassen. Irgendwie scheinen bei uns mehrere Zellentüren locker zu sein. Allein 4 Häftlinge schafften es im Dezember aus der JVA Plötzensee zu fliehen. Und heute dann die Nachricht, dass auch in Tegel ein Mann am Morgen nicht mehr da einsaß, wo er einsitzen sollte. Nach einem wohl filmreifen Manöver. Wenn 2 sich streiten, dann freut sich manchmal auch nur einer von beiden so richtig. Im Fall der GroKo sieht es momentan so aus, als wäre das die SPD. Wichtige Ressorts wie Arbeits- und Finanzministerium gingen an Sie. Sie haben auch eine ganze Reihe Ihrer Lieblingsthemen irgendwie reingebracht in den Vertrag. Und das als knapp über 20%-Partei. Gestern beschäftigte uns und viele andere die Frage, ob der SPD-Basis das jetzt reicht, um dem Vertrag auch zuzustimmen. Heute gucken wir auf die andere Seite. Wie sieht das eigentlich die Berliner CDU? Wie geschlossen steht die eigentlich hinter dem Koalitionsvertrag? Das hätte eine richtige David-gegen-Goliath-Geschichte werden können. Eine Hausgemeinschaft in Kreuzberg wehrt sich gegen die Betonvergoldung ihres Mietshauses. Den Verkauf nämlich an eine Luxemburger Briefkastenfirma. Die Mieter trommeln ordentlich für ihre Sache. Sie bloggen, sie schreiben Briefe an den Senat. Und der erhört sie auch, macht von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch und schnappt den Investoren das Ding weg. Also hätte die Geschichte bis heute ausgehen können. Im Moment steht es aber 1:0 für Goliath. Kleiner Fakt am Rande, um die Vorkaufsrechte, die ja mal das amtliche Bollwerk gegen Spekulationsobjekte sein sollten in der Stadt, kümmert sich im Bezirk Kreuzberg ein Mitarbeiter, halbtags. Kommen wir zu einer Berufsgruppe, die im Gegensatz dazu viel zu wenig zu tun hat, die Floristen. Tausende Blumenläden haben in den letzten Jahren in Deutschland dicht gemacht, natürlich auch viele in Berlin. Und das liegt nicht daran, dass die Kunden als erstes am Grünzeug sparen. 37 Euro geben die deutschen Schnittblumenverkäufer, wohlgemerkt, pro Jahr aus. Das bleibt laut Branchenverband auch unverändert. Nur landen die 37 Euro eher in den Kassen der Bau- und Supermärkte inzwischen. Und die Blumenfachkräfte, die haben noch ein Problem. Es gibt kaum noch Auszubildende. Ein Problem, 2 Berliner Beispiele. Dass Berlin ein Dreh- und Angelpunkt der Filmbranche ist, das liegt nicht nur an der Berlinale, sondern die Stadt selbst taucht auch immer wieder in großen Kinoproduktionen auf oder eben auf den Streamingportalen. Denn auch amerikanische Serien nutzen Berlin inzwischen gern als Kulisse. Was ja auch manchmal nervt, wenn in der eigenen Straße andauernd Filmtrucks, Lichtwagen und Cateringmobile rumparken. Da kann man sich dann schon fragen, was wollen die eigentlich alle hier? Christian Tietze hat mit einer gesprochen, die es wissen muss. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Katrin, aber ich finde, Pandas sehen ein bisschen aus wie Wattebällchen im Smoking. Aber die sind auch knallharte Wirtschaftsfaktoren. Das wissen wir in Berlin aus allerfrischester Erfahrung. Im Zoo kann man seit der Ankunft der beiden Neupandas im Sommer kaum einen Schritt tun, ohne in einen schwarz-weißen Andenkenstand zu laufen. Und kommt an manchen Tagen auch kaum ran ans Gehege vor lauter Andrang. Bei so viel Interesse bietet sich natürlich ein Publikumspreis an. Und heute fand die Verleihung des Giant Panda Awards dann auch gleich bei uns statt, im Zoo oder eben in Neu-Panderhausen. Mist, ich hätte tatsächlich als Panda zum Karneval gehen können. Das sagt jetzt wahrscheinlich genau keiner von Ihnen. Karneval, das machen irgendwie immer die anderen. Aber weltoffen wie wir sind, lassen wir sie auch bei uns machen natürlich. Das Karnevals-Epizentrum Berlins ist momentan mit Sicherheit die Landesvertretung Nordrhein-Westfalens. Und genau dort ist Sarah Zerdik zu Gast zur Weiber Fastnacht. Ist das denn auszuhalten, all dieser Frohsinn? Das war unser Beitrag zur Völkerspaßverständigung, würde ich sagen. Und heiter geht es dann auch weiter, und zwar im Wetter. Heute Nacht allerdings erstmal. Es wird vor allem kalt natürlich, bis zu -8 Grad. Das sind wir inzwischen. Ich muss sagen, ich freue mich ein bisschen. Vielleicht doch noch mal den Schlitten ausmotten oder so. Und ich glaube, die Pandas, die freuen sich auch. Berlin hat ja ordentlich abgeräumt bei den Awards. Und der glückliche Zoodirektor Andreas Knierim ist nachher zu Gast in RBB aktuell um 21.45 Uhr. Ja, und wir sagen jetzt tschüss und wünschen viel Spaß mit der Show aller Shows, der Abendshow mit Britta Steffenhagen und Marco Seifert natürlich.